Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und Toshina für euch in Dragonflight unterwegs. Und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein Pet Battle Achievement. Das finden wir einmal unter Haustierkampf, Kampf. Und dann haben wir hier verschiedenste neue Achievements drin. Und diesmal wollen wir uns den Kleintierkämpfer der Zaralak-Höhle anschauen. Und dafür müssen wir alle vier Meister mit einem Team aus 25er Kleintieren besiegen. Dazu bin ich schon beim ersten Meister. Hier auf den Koordinaten 65, 49. Und das ist hier diese Worgendame hinter mir. Und die wollen wir jetzt mit folgendem Team besiegen. Und zwar habe ich das schon rausgesucht. Zischen der Todesschabe, dass ich es noch rausbringe. Mit den Fähigkeiten Gutes Erstes, egal. Könnt ihr beides auswählen. 1, 1. Dann haben wir hier die 2, die 1 und die 2. Dann haben wir hier die 1, die 2 und die 2. Und dann würde ich sagen, starten wir los. Achso, der heißt Liebesvogel und das ist der Stinker, ne? Ja, falls ich den Namen jetzt nicht gesagt habe. Aber ich denke mal, das seht ihr ja auch selber. Als allererstes hauen wir hier mit unserer Schabe die Apokalypse rein. Und zwar ist es so, nach wie viel Runden? 15 Runden bricht nämlich ein Meteorit runter und zerstört dann das aktive Haustier oder beide. Dementsprechend spielen wir hier auf das lange Spiel. Als nächstes machen wir Zuflucht an. Dann geben wir uns nämlich so ein kleines Schild. Dann switchen wir einmal zum Liebesvogel. Danach hauen wir nämlich den Alpha-Stoß rein, sobald wir dran sind. Der ist nämlich effektiv auch gegen aquatische Viecher. Dann hauen wir nochmal danach den Alpha-Stoß drauf. Als nächstes kommt dann der Raubtierschlag. Ihr seht, der Buff tickt jetzt hier langsam runter. Der ist jetzt einmal tot. Jetzt switchen wir als nächstes zu unserem kleinen Stinktier, zum Stinker. Als erstes ziehen wir damit dann Meckern. Können wir nämlich ein bisschen heilen. Dann haben wir die Aufmunterung. Dann hauen wir als nächstes Kratzen rein. Dann hauen wir nochmal Kratzen drauf. Dann hauen wir nochmal Kratzen drauf. Ihr werdet es euch jetzt schon gedacht haben. Jetzt haben wir die Heilungen wieder auf Cooldown. Heißt, wir können jetzt als nächstes wieder das Meckern einsetzen. Damit heilen wir nämlich wieder uns und alle Verbündeten um ein bisschen was. Ihr seht, der macht ja immer so ein bisschen AE-Schaden, ne? Das müssen wir, da wirken wir so ein wenig dagegen. Als nächstes hauen wir wieder Kratzen rein. Dann hauen wir nochmal Kratzen rein. Und dann müsste es hier eigentlich erledigt sein. Ihr seht, wir haben noch 2 Runden. Dann ist Feierabend. Wenn er jetzt hier blöderweise kritten sollte, der Gegner, dann muss man mal gucken, dass man mit dem anderen Pet das noch finisht. So, und jetzt können wir einfach auf Passen drücken. Jetzt vollkommen egal, was passiert, denn jetzt schlägt der Komet ein und one-shottet ihn einfach. Wir würden da auch gewonnen-shottet, wir haben noch andere Pets, deswegen alles gut. Und wir haben damit auch diesen Kampf bestritten. Dann kommen wir zum nächsten Meister. Und zwar befinde ich mich jetzt auf den Koordinaten 52, 65. Und dort haben wir jetzt hier diesen Troll. Und den möchte ich mit folgender Combo besiegen. Einmal abscheuliche Todesschabe. Hier haben wir dreimal die Nummer 1. Dann haben wir den leeren Hasen. 1, 2 und nochmal die 2. Und dann haben wir Sir Reginald. Und der hat hier die 1, die 2 und die 1. Und dann können wir einmal durchstarten. Und als allererstes machen wir die Zuflucht an. Da kriegen wir nämlich dann ein Schild. Und ja, als nächstes machen wir dann die Apokalypse. Und damit ist quasi das schon getan, was die Schabe hier leisten muss. Jetzt switchen wir einmal zu diesem leeren Häschen. Leeren vernarbter Hase. Und da machen wir jetzt das Lernbeben an.
Dann machen wir als nächstes früher Vorteil. Und jetzt können wir Kratzen machen. So, dann nehmen wir als nächstes quasi unseren Serinald rein. Dann können wir jetzt, jetzt muss ich mal gucken, was wir als nächstes machen müssen. Genau, zubeißen. Mal zubeißen rein. Einmal beißen. Und jetzt müssen wir uns dann so ein bisschen heilen tatsächlich. Wunsch. Ich kleinen Haufen Damage. Machen wir aufmuntern. Beißen. Dann können wir jetzt eigentlich einmal passen. Ich will den nämlich jetzt nicht töten, tatsächlich. Dann passe ich jetzt nochmal. Machen wir das aufmuntern. Dann machen wir jetzt einmal zubeißen. So, jetzt haben wir nämlich hier noch eine Runde. Wollte ich den noch einmal heilen. Und jetzt ist eigentlich vollkommen egal. Jetzt können wir den Wunsch zum Beispiel einsetzen. Jetzt kommt nämlich der Einschlag. Töte den anderen. Und dann haben wir damit gewonnen. So, da da. Guilden Achievements gab es auch noch. Klicken wir die mal alle weg. So, dann hat das auch geklappt an der Stelle. Und dann können wir zum nächsten weiter. Dann sind wir beim nächsten Meister. Und zwar bin ich auf den Koordinaten 46, 81 bei dem Orlok. Und bei dem habe ich jetzt hier die folgenden Pets. Einmal den furchtsamen Knabberer mit den Fähigkeiten 2, 2 und 1. Dann haben wir den Lavakäfer mit 2, 1 und 1. Und das elfische Kaninchen mit 2, 2 und ebenfalls der 1. So, jetzt können wir hier einmal den Haustierkampf beginnen. Und wichtig ist, das Ganze ist immer ein bisschen random. Also die Fähigkeiten muss man halt je nachdem, was er zieht, anpassen. Als allererstes ziehen wir den Urschrei. Und bei dem ist es wichtig, dass wir den immer auf Cooldown halten. Der macht auch ein bisschen AE-Schaden, was ganz praktisch ist. Und jetzt hauen wir einfach das Scharren drauf, bis er abtaucht, ne? Also bis er abtaucht, können wir einfach die ganze Zeit durchgehend hier das Schaden draufhauen. So, jetzt taucht er ab. Jetzt machen wir die Staubwolke an. Sorgt halt einfach dafür, dass er uns dann nicht hit. Jetzt ist der Urschrei wieder ready. Den haben wir rein. Wieder das Scharren. Nochmal das Scharren. Nochmal. Schauen wir mal, ob er abtaucht gleich. Nein, also können wir jetzt den Urschrei wieder ziehen. Schaden drauf. Nochmal. Staubwolke an. Urschrei an. Dann wieder das Scharren. Nochmal das Scharren. Der ist schon mal down. So, jetzt können wir nur das Scharren ziehen. Danach ziehen wir jetzt die Staubwolke.
Machen wir den Urschrei. Nochmal das Scharren und dann werden wir wahrscheinlich jetzt abnippeln. Ja, 1000 Schaden, da seht ihr mal. So, dann nehmen wir das zweite Pet rein. Jetzt müssen wir gucken. Ja, das reicht nicht ganz, ne? Spielen wir es mal. Obwohl, das müsste reichen. Ja, jetzt machen wir das Zischen. Wenn der noch mehr Leben hätte, dann müsstet ihr die verbrannte Erde draufhauen. Aber da der ja schon so weit runter ist, passt es. Konnten wir jetzt die verbrannte Erde aufbewahren und auf den nächsten hauen, weil es macht halt wesentlich mehr Damage auf dem hier. So, jetzt haben wir da einiges abgekriegt. Jetzt machen wir Flankieren drauf. Na wunderbar, jetzt taucht er ab. Jetzt können wir nochmal hier das Flankieren machen. Wahrscheinlich sterben wir jetzt, oder? Jawohl, ist aber gar kein Problem. Wir haben nämlich unser elfisches Kaninchen noch. Ah, er ist noch im Wettereffekt gestorben. Okay, das Kaninchen haben wir nicht gebraucht. Habt ihr gesehen, das war ein relativ einfacher Fight. Dann sind wir bei der letzten Trainerin. Und zwar hier auf den Koordinaten 38, 49 in einer Höhle, wo man direkt vom Weg hier hinkommt. Und ja, da oben geht's rein, wie ihr seht. Dort haben wir diese Blutelfin. Und gegen die möchte ich mit folgenden Pets kämpfen. Und zwar huschende Schlundratte mit Fähigkeit 2, 1 und 2. Leeren vernarbter Hase, Fähigkeiten 1, 2 und 2. Und Archetyp der Wachsamkeit, Fähigkeiten 1, 1 und 2. Und dann starten wir durch. Als allererstes machen wir hier schleichender Wahnsinn. Macht nach 3 Runden 900 Magieschaden. Dann machen wir tollwütiger Schlag. Und dann hauen wir eine Leichenexplosion rein. Auch ein Dot. Leeren Hasen. Machen wir hier leeren Beben an. Dann haben wir nämlich den Dot gleich auf den zweiten drauf. Dann machen wir hier früher Vorteil. Ha! Hat er mich weggewonshottet. Das lief jetzt nicht so gut. Das sollte eigentlich nicht passieren. Ja, dann machen wir jetzt Schleimberührung. Keine Ahnung, ob wir das jetzt nur wuppen können. Vielleicht werden wir auch selber ein bisschen kritten. Dann machen wir nochmal die Schleimberührung. Nochmal. Ja, ich weiß nicht, ob das nur reicht. So, den haben wir gekillt. Dann machen wir jetzt als erstes die Panzerfestung an. Als zweites die Geisterstacheln. Und jetzt hauen wir die Schleimberührung rein. I don't know, ob das jetzt hier noch reichen kann. Nochmal. Das wird halt ganz eng. Komm, jetzt töt mich bloß nicht. Ah, oh, das könnte reichen. Ja, aber ich hatte auch ein bisschen Pech, ne, dass er mich weggekrittet hat. Einfach One-Shot. Aber es hat trotzdem gereicht. Haben wir das Kleintier-Kämpfer-Achievement auch fertig. Und damit sind wir jetzt bei der Halbzeit. Ich habe jetzt 5 Stück. Falls ihr die anderen auch sehen wollt, da werde ich auch noch Videos machen oder habe schon Videos gemacht. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.